Hi Leute, schönen guten Morgen oder Abend. Heute machen wir unsere sogenannte scharfe Soße, also grüne scharfe Soße. Wir haben bei uns verschiedene Soße. Es gibt weiße scharfe Soße, grüne scharfe Soße, rote scharfe Soße. Ja, für unsere grüne scharfe Soße zu realisieren, brauchen wir grüne Pfeffer, also das sind frische Pfeffer, aber grüne Sorte, eine grüne Paprika, ein Zwiebel, paar Erbsen oder Petersilien, noch ein paar Knoblauch, ein kleines Stück. Das ist ein kleines Stück Ingwer und Zitrone. Dazu kommen noch weiße Pfeffer und Salz und Öl. Bis später. Salz und Öl. Bis später. Zuerst müssen wir unsere Gemüse abwaschen und dann trocknen. Dann abtrocknen. In meine kleine Zerkleiner habe ich Knoblauch und Zwiebel, Ingwer zum Zerkleinern. Wir könnten auch alles einmal zerkleinern, wenn wir eine große Zerkleiner haben, aber ich habe nur eine kleine. So sieht das aus. Wir machen hier weiter mit Petersilien oder Erbsen und Porree. Wir müssen auch das zerkleinern. Wir bekommen so eine Püree von all unseren gemahlenen oder zerkleinernden Gemüsen und Schaf. Wir machen jetzt weiter mit Schaf. Das muss auch zerkleinern werden. So sieht unser Schaf aus. Das kommt jetzt alles in den gleichen Topf. Unsere scharfe Gemüse und unsere scharfe Schaf zusammengemischt. Wir machen weiter mit wir machen hier weiter mit Paprika, grüne Paprika. So sieht das aus. Und dann kommt alles hier. So, nach alle gemalte Produkte, also wir haben jetzt alles gemalt. Jetzt kommt noch die Zitronensaft rein. Kommen noch die Hälfte von unserer Linette da drin. Eine volle kleine Löffel scharf, also weiße Pfeffer, nur für die Leute, die Gewürzen essen dürfen oder wollen. Eine Löffel Salz, je nachdem kann man auch mehr reintun. Dazu kommt eine Löffel Gewürzen, also das sind diese Bouillon von Knorr. Am besten mag ich das. Wenn Sie andere Salze mit Geschmack haben, dürfen Sie, was Sie wollen, reintun.
Und die Leute, die gerne Maggi isst, dürfen sie auch Maggi reintun. Je nach Geschmack, wie sie wollen. Dann mischen wir das alle. Behalten wir oder bekommen wir eine grüne, scharfe Soße. Diese Soße kann man so pur frisch essen oder kann man auch kochen lassen. Das sind zwei verschiedene Varianten. Entweder Sie können das so essen oder können Sie auch, so sieht das gut aus, oder können Sie auch weiter kochen. Aber hier ist einfach frisch nicht gekocht. Dann kommt Öl rein. Genau. Und Öl mischen. So erhalten wir unsere scharfe grüne Soße. Und in dem nächsten Video bekommen Sie die rote scharfe Soße. Bis dann für die nächste. Ciao, ciao. Hier ist unsere scharfe Soße fertig. Wir haben gesehen, Schritt zu Schritt, wie ich das gemacht habe. Das dauert nicht lange. Und kann man diese Soße so vorbereiten. Für die Leute, die ab und zu mal scharfe genießen wollen, können sie einfach zu ihrer Speise reintun. Das ist perfekt für die Grillen oder für Gerichte wie Soße, also gegrillte Sache. Das passt sehr, sehr, sehr gut damit. Fisch, Schinken, also Hähnchen und alle anderen gegrillte zum Genießen. Auch für die Raclette passt auch genau ganz richtig.